Leute, willkommen zurück zu meinem Kanal Game Engine und heute mal wieder mit GTA 5 auf der PS3 und zeige euch heute einen Katapult-Glitch, mit dem ihr über die halbe Map fliegen könnt. Und zwar müsst ihr zu dieser Location hier, die ist direkt neben Michaels Haus und es befindet sich halt in Rockford Hills neben Michaels Haus. Und dann ist dieses Grundstück, das hier zu vermieten ist, müssen wir reinfahren. Und dann warten, bis das Tor wieder aufgeht, dagegen fahren und dann nach links driften. Also bei mir klappt es in diesem Fall nicht gleich sofort, aber ich habe es schon mal geschafft heute, gleich beim ersten Versuch. Und komischerweise funktioniert das im Video wieder nicht. Ah, es hat ein bisschen rumgebackt jetzt. Da, das Tor geht auf. Das ist ein gutes Zeichen. So, komm, komm, komm. Na. Also ist schon mal ein ziemlich gutes Zeichen, dass es jetzt so rumbackt. Alles klar, es hat hingehauen. Also ihr habt es gesehen, es kann euch ziemlich weit hochhauen. Es geht sogar noch höher, viel, viel höher. Und ihr könnt wirklich bis hinter zum Mount Chiliq damit fliegen, zum Airport oder whatever wohin, bis zum Ozean. Und... ah, mein armes Auto. Ja, super, ich glaube, ich stecke fest, oder? So, mein Kumpel macht es gerade mit einem gepanzerten Kuruma in... ja, Limettengrün, also Crewfarbe. Hat er mir ganz gut Platz gemacht, oder? Ja, hat mir Platz gemacht. So, dann versuche ich es nochmal. Also wieder ein gutes Zeichen. Wow. Wir müssen nur gegen den Zaun fahren, Reifen durchdrehen und dann nach links lenken. Dann dürft ihr eigentlich schon mit dem Progress anfangen. Hier. Dass es so rumbackt, ist ein gutes Zeichen. Das heißt, dass es gerade geht. Oh mein Gott, nein. Ärger doch. Jawohl. Dagegen fahren, Reifen durchdrehen. Oh mein Gott, das ging jetzt beim ersten Versuch. Ach du Scheiße. Es ist jetzt nicht wirklich so heftig gewesen, aber ab und zu haut es euch bis zum Mount Chiliq oder bis zum Ozean. Auf jeden Fall, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da und abonniert mich vielleicht. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Game Engine.